In der Originalgeschichte spielte Aladdin eigentlich in China und dort hat er nicht nur einen Genie, sondern zwei. Einen in seiner Lampe und einen in seinem Ring. Und dann haben sie ihm nicht nur den Genie, sondern auch noch den Ring weggenommen, denn der wurde niemals gezeigt. Fiese Leute. Da Robin Williams, der im Original den Genie spricht, so viel improvisierte, unterschied sich die Filmversion nachher so stark vom Drehbuch, also vom Originaldrehbuch, dass sie bei den Oscars für bestes adaptiertes Drehbuch abgelehnt wurden. Trotzdem gewann der Film zwei Oscars, und zwar für beste Filmmusik und besten Song. Die paar Brocken Deutsch, die Abu im Film spricht, wurden vom Originalsprecher Frank Walker aufgenommen, nachdem dieser Regieanweisung zugeschickt bekam. Hat er nicht so gut gemacht, aber egal. Der Erzähler vom Anfang sollte sich eigentlich zum Schluss als Genie entpuppen. Das Ende wurde zwar verworfen, aber den Erzähler verraten immer noch seine vier Finger, obwohl alle anderen Menschen fünf Finger haben, sein Kringelbart und seine Augenbrauen. Und im Original werden beide sogar von Robin Williams gesprochen. Aladdin wurde vom Disney Dream Team John Musker und Ron Clements geschrieben und directed, nachdem diese Die Schöne und das Biest und König der Löwen abgelehnt haben. Sie sind außerdem bekannt für das Schreiben und das Directing von Ariel, Herkules, Schatzplanet und Vajana. Robin Williams war gar nicht Feuer und Flamme am Anfang, den Genie zu sprechen, aber Ron und John gaben Testanimationen in Auftrag, wie der Genie Comedy-Nummern von Williams performte. Once again, if there are any little children here tonight, we've used these words in a sentence. You need more power, Jim. Don't be afraid. You had it all along. I never did it. I am not at fault. Das fand er irgendwie so zum Schießen, dass er dann unbedingt den Genie sprechen wollte und eine der besten Voice-Performances ever in der Geschichte der Animation ablieferte. Ja, das tat er. Jasmin war die erste nicht-europäische Prinzessin und trotzdem die unkonventionellste. Sie heiratete nämlich keinen Adligen, sondern gab sich mit einem asozialen Straßenpenner zufrieden und brach damit die Regel. Der Produzent Jeffrey Katzenberg war sauer gewesen nach den ersten Screenings, dass keiner applaudiert hat nach kleiner Freundschaftsdienst. So, geile Geschichte bis hierher, aber der Fakt geht noch weiter. Eric Goldberg, der Animationskünstler, hat dann dieses Applausschild, diese Neon-Leuchtschrift, hinter den Genie eingefügt. Eigentlich, um sich ein bisschen lustig über Katzenberg zu machen, aber es scheint funktioniert zu haben, denn in späteren Screenings haben alle brav applaudiert im Publikum. Aladdin zum Beispiel wurde nach den damals heiß begehrten Schauspielern Michael J. Fox und Tom Cruise entworfen. Seine Baggy Pants verdankt er MC Hammer. In einem Erstentwurf hatte Aladdin sogar eine Mutter gehabt. Untypisch für Disney-Charaktere, ich weiß, aber sie hatten sogar einen Song zusammen gehabt. Der wurde auch rausgeschnitten, so wie die komplette Rolle. Aber in der Musical-Fassung von Aladdin haben sie diesen Song und die Rolle auch wieder mit reingenommen. Mama, ich schwör dir, irgendwann könnt ihr stolz auf mich sein. Das Lied heißt Stolz auf deinen Sohn und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal bei Spotify reinhören, da gibt's den nämlich. Das war's auch schon wieder. Schreibt mir mal in die Kommentare, von welchem Disney-Film ihr noch mehr Fakten wissen wollt. Und vergesst nicht zu abonnieren, dass ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben und klickt die Glocke, um benachrichtigt zu werden, wann neue Videos hier erscheinen. Und ansonsten sehen wir uns. Bis dann, Leute. Tschüss.